So, wo ist er? Na, er wehrt sich noch, aber... So, wir müssen, glaube ich, nicht alle extrahieren, oder? Modifiziert. Aber warum? Ja, also um das Thema nochmal kurz aufzugreifen, wie gesagt, auf dem Windows 10 PC könnt ihr das dann einfach weiterspielen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall probieren dann. Ich habe es noch nicht installiert. Das muss ich dann noch tun. Ja, und dann werde ich mal berichten, wie das Ganze dann auf dem PC läuft. Oder, und ob man da vielleicht sogar grafische Unterschiede sieht. So, die Kisten. Ich dachte, da fällt man runter. Glück gehabt. Also hier können wir unsere Sammelwut auslassen und alles einfach kaputt machen und einsammeln. Wow! Verdammt, die habe ich gar nicht gesehen. Was ist das? April 2053. Victor und ich haben eine Woche bis zum Landeplatz der Versorgungsfahrzeuge gebraucht. Wir mussten mit dem Crawler eine Steinlawine umfahren, die nirgends verzeichnet war. Aber die meisten Kernbots sind in gutem Zustand und der Hauptkern ist Gott sei Dank sicher. Ohne ihn wäre kein Terraforming auf diesem Planet möglich. In 200 Jahren hat Neu-Eden einen blauen Himmel, Wasser und Bäume. Es wird ein Paradies, wie die Erde vor Sandteufel. Victor überwacht den Bau der Phase 1-Anlagen, während ich den Hauptkern online bringe. Wenn er und die anderen Kernbots weiter so gut funktionieren, muss ich für diese Schicht vielleicht keine anderen Menschen wecken. Okay. Laut dem Audiolog scheint ja zumindest da noch alles ohne Probleme gewesen zu sein. Bin mal gespannt, was sich da von der Geschichte her noch weiterentwickelt. Ich glaube, da ist jemand hinter uns, oder? Nee. Ich dachte, da wäre jemand. Hat sich gerade so angehört. Wow, da wäre ich fast runtergefallen. Puh. Glück gehabt. Der Sturm wird heftiger. Wir müssen da rein. Schnell. Okay, wir beeilen uns mal ein bisschen. Oh, warte, warte. Man muss schon die Kisten einsammeln. Laut den Berechnungen sollte die Umwelt ungefähr 200 Jahre nach Aktivierung der Pylonen stabil genug sein. Sollte allerdings ein Pylon ausfallen? Tja, gar nicht. Okay, also die Pylone haben quasi sowas... Die Tür hat keinen Saft. Oh. Vielleicht hilft da ja der Kern, den wir gefunden haben. Probieren wir das mal aus. Was müssen wir denn tun? Ah, Kern einsetzen, da. Pylon 512, Anforderungen. Okay. Probieren wir es einfach mal aus. Ja, Matthias, das stimmt. Also mir, ich mag auch gerne Story-Mode-Spiele. Ja, nicht wie rein. Ich spiele zwar auch gerne Multiplayer, aber ja, immer wieder so ein schönes Story-Mode-Spiel dazwischen ist auf jeden Fall immer, finde ich, ganz nett. Ich kenne auch Leute, die spielen nur Multiplayer, die wollen gar keine Story, die finden das alles blöd. Die wollen einfach immer nur Action. Ist ja auch okay, aber ich bin so einer, ich mag das auch, wenn Spiele viel erzählen, wenn da, man muss nicht, also zumindest ist das für mich so, man muss nicht die ganze Zeit Action haben. Deswegen mochte ich zum Beispiel auf dem Computer ja, oder gibt's ja mittlerweile auch, gibt's ja auch für Xbox, Life is Strange hatte ich ja auch auf meinem YouTube-Kanal gespielt und das mochte ich halt einfach. Das war einfach ein richtig tolles Spiel. Momentan spiele ich ja Batman, die Telltale-Serie und ja, da kommt ja bald auch die Episode 2 raus und da bin ich auch gespannt. So, mal gucken, was uns erwartet hier im Pylon. Gut, dass wir aus dem Sturm raus sind, oder? Ja. Ich glaube, das werden...
Okay, suchen wir die Pylonensteuerung. Aha, das hat der Hund also gesagt, ja? Okay. Verschlossen. Sieht ja ganz cool aus hier. Also die Beleuchtungseffekte und so sind ganz nett in dem Spiel. Und man darf halt nicht immer vergessen, es ist halt jetzt eine Konsole, die Xbox One, genauso wie die PS4, die sind fast an ihren Grenzen. Noch eine Transferplatte, genau wie die in unserem Crawler. Sehen wir sie uns an. An ihren grafischen Grenzen und da braucht man halt keine Wunder mehr erwarten. Das wäre Blödsinn. Umso mehr. Da scheint etwas im Zwischenspeicher festzustecken. Oh. Was ist es? Was ist das? Ja, klar bin ich ein Mensch. Ich heiße Jule. Und wie heißt du? Violet. V10LT? Oh, dann sperrst du also die Transferplatten. Aber warum? Revolution? Ich glaube, Violet hat ein paar Schrauben locker, wenn du verstehst. Violet ist eigentlich ein cooler Name, ne? Kommst du mit, Violet? Was mir gerade auffällt, das ist mir eben schon mal aufgefallen, ab und zu stockt der Sound, als wenn die Datei, also die Soundfiles nicht richtig abgespielt werden. Das ist mir eben schon mal aufgefallen. Ich denke mal, da muss noch mit einem, mit einem Patch nachgeholfen werden. Ab und zu bricht das einfach ab. Die ersten Sonden auf Neu-Eden fanden seltene Mineralien auf der Oberfläche. Sie vermuteten, dass es unterirdisch noch viel mehr gäbe. Okay, die Spinnen tun einem gar nichts, ne? Die Kleinen, oder? Aber wo Kleine sind, ist auch irgendwo eine Mamaspinne bestimmt. Muss ja so sein. Genau. Einfach, ne, die Kisten kaputt schießen. Warum auch? Wir brauchen die ja nicht mehr. Anstatt die zu öffnen mit der Hand. Mache ich zu Hause mit meinen Tupperdosen auch mal. Wenn da irgendwas drin ist, dann zerschieße ich die. Die Pylonensteuerung. Komm mit, Mac. Okay, Mac, komm. Und mir will einfach nicht einfallen, wem die Synchronstimme gehört. Aber ich kenne sie. Falls ihr wisst, wer das ist, wer die Synchronstimme von Jule ist, könnt ihr das gerne ja mal reinschreiben in die Kommentare oder hier jetzt bei Twitch. Es wäre interessant, wen die eigentlich spricht. Ich schätze, ein einziger Kern reicht nicht. Für den Pylonenneustart brauchen wir mehr. Aber wir haben zumindest die Türen geöffnet. Das ist doch auch schon mal was. Okay, was haben wir denn da hinten? Okay, die gehen nicht kaputt, okay. So, mehr Kerne. Finde weitere mysteriöse Kerne, um den Pylonen zu reparieren. Okay, wir brauchen also insgesamt 4 und haben erst einen. Wir sollen anscheinend da hinten lang, okay. Machen wir das einfach mal. Und das hier, kann man das jetzt zerstören? Nee, geht nicht kaputt. Vielleicht später mit anderen Waffen. Ah, die haben eine Art Schutzschild, würde ich mal sagen.
sammeln wir erstmal alles, was es hier so gibt. Sieh mal, das Schloss dieser Tür ist irgendwie farbkodiert. Okay, also... Was ist denn? Oh, was ist los? Aha, guck mal. Er hat irgendwas entdeckt. Oh! Boah, hat die mich erschrocken. Okay, krass. Ein Lager mit Kisten. Okay, warte mal. Ah, eine kann man nicht zerschießen. Sehr gut. Das ist die besondere Kiste. Die können wir mal aufmachen. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Hat ein bisschen was von Zelda, oder? Die leuchtende Kiste, wenn man die aufmacht. Farbkanone. Okay, ein rotes Affinitätsgewehr-Upgrade. Alles klar. Ein roter Munitionsverstärker. Vielleicht hilft der bei der Tür. Ja, ich denke mal. Oh oh. Und jetzt haben wir auch, genau, tippe nach rechts, um dein Gewehr in den roten Feuermodus zu schalten. Wenn die Farbe deines Angriffs identisch mit der Farbe des Ziels ist, richtest du mehr Schaden an. Okay, machen wir das, oder? Lass mich in Ruhe. Wenn meine Waffe die Farbe ihres Kerns hat, haben die überhaupt keine Chance. Ha! Da sind wir einfach übermächtig, aber da kommen noch mehr. Okay, roter Affinitäts-Energieschuss. Wenn der Energieschuss eingesetzt wird, während eine Affinitätsfarbe eingestellt ist, feuert er einen Affinitäts-Energieschuss ab. Okay. Diese Projektile können Ziele mit einem von der abgefeuerten Farbe abhängigen Statuseffekt belegen. Okay. Bei einem roten Affinitäts-Energieschuss besteht die Chance, die Ziele anzuzünden. Aha, das ist also quasi wie Feuer. Oh oh. Ich brenne. Puh, Glück gehabt, hat doch alles geklappt. Glück gehabt. So, jetzt können wir mal... Ach, guck mal, jetzt kriegen wir... Jetzt können wir die auch anschießen. Und wir sehen auch, ihr seht die Farbe. Da, wartet mal. Jetzt wechselt die Waffe auch ihre Farben hier. So, wie wir die brauchen. Das ist ja cool. Aha. Ich hasse Spinnen. Oh, was ist das da oben? Ja, ist immer gut, ne, wenn man die Höhlendecke abschießt. Puh. Ganz schön viele Viecher hier. Oh, wo sind wir hier? Wow. Da ist der Kern. Ich muss nur diese Kernfassung öffnen. Kein Thema. Oh, was ist das da oben, Star? Stargate oder was? Die Druckplatte muss mit der Fassung verbunden sein. Aber alle Energiezellen fehlen. Okay, sammle die Energiezellen-Bots, um den Kern frei zu bekommen. Alles klar. Können wir hier hoch? Schaffe ich das? Nee, ne? Nee. Okay, dann sammeln wir mal ein bisschen. Kleiner Kerl. Na komm mit. Ja komm. Ja fein, einmal da rein bitte. Oder? Oder hier rein. Was muss ich denn tun? Oder kommt der hier? Warte mal. Ah, hier kommen die rein.
Ja, genau. Mach's dir bequem. Hm? Hallo, herzlich willkommen, La Familia Tom im Stream. Ja, mir gefällt es bisher auch sehr gut, das Spiel. Wow. Okay, hat ja funktioniert. Alle platt gemacht. So, hier den Rest der Kisten an. So, jetzt müssen wir suchen, ne? Los, versuch's. Da sammeln wir noch ein. Ist das eine Kiste? Ja, okay. Also, wir müssen 6 Bots finden. Mal gucken, wo wir die hier überall finden. Ist hier vielleicht einer drin? Hallo? Versteckst du dich hier unten irgendwo? Nee, okay. Hier nicht, okay. Die Tür ist demoliert. Ja, dann gehen wir mal hier hoch. Ah, da ist so einer. Da bist du ja. Komm mit. Ich habe Arbeit für dich. Hier, einmal hier neben deinen Kumpel. Ne, immer schön brav da bleiben. So, jetzt machen wir mal hier ein bisschen Jump and Run und gehen nach oben. Ringkernbeiß. Damit komme ich auf die andere Seite. Okay, mal sehen, was das ist. Wir gehen erstmal hier rein. Ach so, das kann man einsammeln. Ah, ein Gesundheitsbooster. Ah, cool. Sehr, sehr gut. Gut, dann springen wir mal da rein. Verstehe. Jetzt, ich habe den Text leider vorher nicht gelesen. Es tut mir leid, Leute. Also diese Ringe resetten quasi wieder den Doppelsprung, wenn man in der Luft ist, und man kann das Ganze... dann einfach nochmal machen. So. Okay. Da haben wir auch noch einen. Sammeln wir erstmal den anderen ein. Vorsicht, nicht erschrecken, kleines Ding. Ich mache hier nur die Kisten kaputt. Oh. Eine Truhe. Vorratskiste, ein Bauplan, weiße Knochenjäger K9 Hinterbeine. Aha, cool. Hast du gehört? Wir haben neue Hinterbeine für dich. Oh, da ist der nächste, okay. So, da sind wir hergekommen. Wir gehen erstmal in die Richtung hier weiter. Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Einen brauchen wir ja noch, also der müsste wahrscheinlich dann auch irgendwo hier sein. Aha, okay, da müssen wir da oben hin. Mal gucken, ob der hier ist. Hm. Naja, pflanzen wir die beiden erstmal rein. So, es fehlen also noch 2. Wir brauchen insgesamt 6. Hm. Wo waren wir denn noch nicht? Kommen wir da oben hin? Kommen wir da irgendwie hin? Von da sind wir ja gekommen, ne? Ich glaube...
hier würden wir wahrscheinlich den nicht finden, oder? Ne, ich vermute mal nicht. Hier sind wir doch hergekommen. Ja, ne, das bringt nichts. So, gehen wir hier wieder und... Ja, versuchen wir mal irgendwie da hinten, da hochzukommen. Ach, guck mal, da ist noch eine Plattform, da waren wir auch noch nicht drauf. Okay, gut. Da denke ich mal, finden wir dann gleich unsere anderen beiden. So, jetzt wieder hier mit dem Doppelsprung und so weiter durch. Ha! So, jetzt einmal hier hoch. Uah. Okay, fast wäre ich da wieder runtergefallen. Puh, Glück gehabt. Aha, guck mal, da hinten leuchtet einer. Und da leuchtet einer. Warte mal. So, den haben wir. Was ist das? Ein Riesenschraubenzieher, der hier liegt, oder was soll das sein? So, wie kommen wir jetzt da hinten rüber? Ja, so nicht, so nicht. Gucken wir mal, ob wir von hier da hochkommen. Hier. Ja, okay. Zack. Und da ist der letzte...